Weißt du, wir sitzen einfach so da, wie bei eine schrecklich nette Familie. Ich bin so Al Bundy und du bist dann so Peggy die ganze Zeit. So ich bin und so Peggy, warum bin ich nicht Kelly? Willst du dumm sein? So? Lieber dumm als Peggy, oder was? Lieber dumm als Spandex. Spandex? Was ist Spandex? Die Hose. Echt? Hat die nicht diese Leggings? Mit diesen Leggings halt, ne? Und dann diesen Gürtel? Ja, total geil. Und damit willkommen, liebe Leute, hier zu einer ganz neuen Fassung der Unboxing-Show. Ich habe dafür noch gar keinen Namen. Aber ich habe einen neuen Mitstreiter, nämlich die Claudia. Hallo! Ja. Yeah. Ich habe auch Ton. Die Channel-Managerin, also meine Channel-Managerin von Studio 71, ist ja vertraglich dazu verpflichtet, mir auch bei meinen porösen Sendekonzepten zu helfen. Und deswegen ja, machen wir das jetzt hier immer gemeinsam. Und ich habe mir mal gedacht, ich will so ein bisschen weniger QVC in diesen Unboxings haben. Also deswegen, wir werden jetzt nicht so viel, oh mein Gott, was ist da nur drin? Sondern einfach mehr über das quatschen, was da drin ist. Aber halt auch mehr so, was so dahinter steckt. Weil ich glaube, das ist für einige wesentlich cooler, als immer nur irgendeine Sache hochzeigen. Gibt es diesmal wieder was zu trinken? Ja, das Wasser, was ich bekommen habe. So, aber in der Box. Das wäre jetzt Product Placement, das mache ich ja nicht. Folgendes. Ich habe gerade irgendwie voll meinen Faden von uns, aber auch egal. Loot Raider solltet ihr kennen, da könnt ihr euch auf der Webseite anmelden, da könnt ihr euch das Ding einmal im Monat kommen lassen, ist so eine Box mit immer einem anderen Thema und Nerd und Geek-Stuff drin. Bist du so ein richtiger Geek? Was ist ein richtiger Geek? Also, du hast eine Xbox, weiß ich. Du bist der totale Xbox-Fan. So reicht die Frau. Eine Channel Manager bei S71 erstmal zwei Xbox zu Hause haben. Also einfach, um gegen dich selbst zu spielen im Online-Modus. Richtig. Ja, richtig. Supergeil. Okay, ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt hier einfach mal aus. Die erste ist, glaube ich, zum Thema Superhelden. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Da haben wir einen Batman-Comic drin. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde dir ganz fiese Batman-Fragen stellen. Frank Miller. Genau, Frank Miller ist der coolste Batman-Autor meiner Meinung nach. Leider nicht von diesem Comic, aber Frank Miller ist der Autor von der Dark Knight-Comic-Reihe. Das war so die erste erwachsene Batman-Reihe, aber du sagst, du magst Batman gar nicht. Doch. Du hast gerade eben noch gesagt, du magst Superman. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Superman ist eine... Darfst das Wort ruhig sagen? Eine Pussy hat sie gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hat sie gesagt. Sie meint, Superman ist... Das böse Wort mit SCH gesagt. Okay, Batman auf jeden Fall hier, ne? ist ein Comic drin. Sogar noch mit D-Mark-Preis, 4,90 €. Das haben die bestimmt schon vor 15 Jahren gesagt. Wir bringen bestimmt mal eine Loot Raider-Chest raus und da packen wir diese alten Batman-Comics rein. Oder der Typ dachte irgendwie, hey Batman, das wird mal voll der Trend. Ich bunker die mal und wird die jetzt nicht los, weil es die Dino-Kollektion ist. Das von 97? Juni 97. Ja, ist auch wie die erste Ausgabe von Juni 97. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier drin? Kreatur der Nacht. Kreatur der Nacht, also ihr kriegt das sowieso nicht mehr. Was wir jetzt hier zeigen, gibt es ja nicht mehr, weil ihr kriegt ja dann nur noch die neue Box. Aber ja, so richtig, ich finde das geil. Mal so Batman. Hier noch so mit so einem schönen Bodyshot auf seine Eier. Das ist schon cool. Mach dich das an? Eier? Ja. Eier mag ich nicht. Nee, alles klar. Geruch nicht, Geschmack nicht. Ich glaube, das ist sogar wirklich so ein erster Batman. Das sieht ja nämlich so aus, als ob hier die Geschichte... Ist ja auch egal. Batman-Comic haben wir hier drin. Und cool. Ja. Ich will auch mal anfassen. Genau, lies das mal. Derweil zeige ich nämlich schon mal diese wunderbaren Gläser. Wer braucht das nicht? Du willst du was trinken? Dann kann ich dir dieses Markenwasser hier in diese Gläser füllen. Ja. Willst du was trinken? Dann mache ich das mal eben. So, nehmen wir mal so zwei Gläser hier raus. Das ist super, weil wenn es mal wieder länger dauert, dann fangen wir nicht an, so rumzuschmatzen. Christoph, möchtest du auch eins haben? Er hat sich selbst versorgt. So. Ich halte das jetzt sogar mal politisch korrekt so, dass man die Marke nicht sieht. Super, ne? So kann man echt Videozeit strecken, indem man einfach mal Wassergläser befüllt. Hallo, Anne. Hallo. Hier läuft gerade noch jemand durch. Guck mal, ne, du bekommst das mit dem wenigen Wasser Dankeschön. Drin. Ich bekomme das mit dem vielen Wasser drin. So, man kann jetzt diese Flasche nicht sehen, oder? Sehr schön. So, also erstmal Prost. Ein vorzügliches Wasser. Das sieht besonders gut aus dem Glas. Guck mal, was haben wir hier noch? Magst du so Gummiarmbänder? Nee, gar nicht. Ich auch nicht, weil ich meistens auch komisch. Ja, ich bekomme davon Ausschlag. Also ich kann entweder Leder oder Stoff, aber Gummi kriege ich echt Ausschlag von. Das riecht dann nach Pilzsuppe.
Ich habe hier, was ist das hier, von welcher Marke? Hier ist ein M drauf. Mozet, also kannst du das lesen? Das sind irgendwelche Hieroglyphen. Ich kann ja mal gucken, hier ist ja mal so eine Anleitung dabei, für die ganz Dummen, so wie mich, was da so drin ist. Und auf der Anleitung, es ist übrigens die Random Box mit Superhelden. Es ist wie Elder Scrolls Online Silikonarmband. Es ist wie Elder Scrolls Online, WTF. Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht und das als ganz großer MMO-Spieler, WTF. Dann hast du es auch nicht verdient. Guck mal, wir haben total ins Klo gegriffen. Es gibt noch einen Dark Knight Comic. Es gibt einen Dark Knight Comic in der Loot, weil nicht jede Loot Chest hat den Loot Raider Box, Entschuldigung, hat denselben Inhalt. Und es gibt einen Dark Knight Comic. Wir haben voll ins Klo gegriffen, das wie die normalen Batman du haben. Hast ins Klo gegriffen. Ich habe voll ins Klo gegriffen. Aber wir hätten auch noch tiefer ins Klo greifen können, weil es gibt auch noch Turtles. Ja, ne? Turtles, so als Kind mochte man das, später irgendwie die nicht mehr. Wahnsinn. Ja, ganz schön. Ja, die schreiben halt diese Preise mit rein, damit man weiß, dass man für seine 30 Euro halt auch wirklich Mehrwert kriegt. Also allein das T-Shirt immer schon 20 Euro, sehe ich gerade. Das Dog-Tag, das wir gleich noch zeigen, für 12, also finanziell geht sich das schon aus, ne? Aber Turtles machst du halt auch nicht mehr so, ne? Nee. So früher als Kind war das echt geil, Turtles, aber irgendwie mittlerweile ist das einfach Kiddie. Turtles sind so Kiddie. Ich glaube, dafür hassen mich jetzt viele. Wurscht. Ein Chinchback haben wir dabei. Von deinem besten Freund Superman, der Mann aus Stahl. Warum heißt denn das Chinchback? Ja, das frage ich mich auch. Was ist ein Chinchback? Ich dachte, du als Frau könntest mir das sagen. Jetzt knistern wir hier mal rum. Da freut sich der Ton immer. Oh, Scheiß. So, ist das eine Turmbeutel? Hier steht aber auch Gymbag. Aber da drauf steht Chinchback. Hier steht Chinchback drauf. Vielleicht ist das irgendwie so eine deutsche, weil die Deutschen immer klassisch Gymbag sagen. Was ist das? Ist das ein Turnbeutel? Ist das so übers Gesicht ziehen? Mhm. Ganz drüber. Ja, ne? Und zumachen. Zumachen und gucken, ob ich es bis zum Videoende schaffe. So, ja, Man of Steel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Mal auf damit. Ich hab dich gerettet. Hast du mir gerade einen Wurm aus dem Ohr gezogen? Ist ja voll geil. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ein Chinchback ist. Wir wissen es nämlich nicht und wir wollen es wissen. So. Aber ein großes, ne? Back. Ja, keine Ahnung, für den großen Turmbeutel oder so. Dann haben wir hier Mass Effect, ein Dog-Tag für die Mass Effect-Fans unter euch. Habe ich bis heute noch nicht gespielt, ich Mass Effect. Nicht. Warum nicht? Ich auch nicht. Ist aber voll geil. Nee. Der Christoph ist ein großer Fan. Ah, nee, der ja. Sagt, er ist ein Mega-Fan. Möchtest du dieses Dog-Tag haben? Ich würde es dir, er zeigt Daumen hoch. Geil. Er bekommt das Dog-Tag. Letztes Mal habe ich ja auch was bekommen. Ja, ne, ich verschenke dir alles. Also, wenn ihr auch was geschenkt haben wollt, fangt bei Studio 71 an. Bekommt ihr immer mal was geschenkt. So, und dann gibt es dann doch wie immer das T-Shirt, diesmal im wunderschönen Blau. The Evolution of Geek. Kann man mal zeigen. So. Ne? Kennt man, ne? Ja, kennt man. Ist ein schönes Logo, ist ein schönes T-Shirt. Aber kann man jetzt ja nicht so viel sagen. Ich meine, wie haben sich die Geeks entwickelt? Das können wir ja mal gucken. Hier, wir haben beim Affen angefangen. Sind dann hoch bis zum Menschen und dann wieder an den Computer zurück, wobei wir ja eher so Konsolenspieler sind. Ja. Wir sind gar keine PC-Gamer. Nee. Aber du Scheiß Master Race, ey. Ja, PlayStation. Ich bin nur dieses Xbox. Deswegen prügeln wir uns immer, was besser ist. Ja, und wir können auch nicht zusammenspielen. Wir können nicht zusammenspielen. Das ist. Also, das muss man mal sagen, das ist sehr, sehr traurig bei uns. Also unsere Freundschaft ist da echt vorbelastet. So, jetzt haben wir hier diese lustigen Gläser, wir haben allen möglichen Krims drin. Die Random Box war das. So ein bisschen halt Superhelden, würde ich mal sagen. Ja, aber irgendwie passt es nicht so ganz zusammen, ne? Warum nicht? Ist das alles? Nee, das ist Marvel, das ist DC, das ist auch DC. Superhelden, das ist und BioWare. Ja, und irgendwie noch drin The Elder Scrolls Online. Aber na gut, wenn wir auf diese Gummibänder stehen, ich meine, es gibt ja echt Leute, die stehen drauf. Aber ich kriege davon, wie Fabian gesagt. Fabian Siegesmund zum Beispiel. Fabian Siegesmund, dem werde ich nachher dieses The Elder Scrolls Online Gummiband schenken und hoffen, dass er es für alle Tage in Ehren tragen wird. Wenn nicht, dann Schande über ihn. So, aber wir haben hier noch was. Es geht weiter. Diesmal nicht in dieser lustigen grünen Box von Loot Raider. Ich glaube, weil diesmal ist ein bisschen was Größeres drin. Nämlich dieser... Was ist es? Was kann das nur sein? Ratet und schreibt es in die Kommentare. Wir zeigen es in der nächsten Folge. Spaß. Wir machen das mal auf. Pack es aus. Wow, ne? Du guckst, du siehst es schon. Es ist Sonic. Wow. Nee, das ist Mario. Moment. Eine Moneybox. Das ist super. Cool. Die Moneybox, da kann man, also
im Endeffekt ein Sparschwein, der Sparigel. Mhm. Der Igel spart jetzt hier. Der Igel spart jetzt hier. Finde ich gut. Ich hau die Gags raus. Save up those golden rings. Ja, kann man, cool. Also dann, ja, kann man eben mal ein bisschen Geld sparen fürs nächste Sonic-Spiel. Kommt eigentlich noch was raus? Ich glaub's fast nicht. Das ist ein bisschen mies geklebt hier, siehst du das? Hier so am Hals. Wenn du einmal gegen kommst, dann fällt der Kopf ab. Dann hast du Sonic getötet. Aber wie kriegt man das Geld wieder raus? Ja, yeah, ich glaube, das ist auch hier, dieses Pappding ist auch nur zum besser hinstellen. Aha. Ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Diesmal ist ein bisschen weniger drin, aber dafür so eine coolen Sachen wie zieh ab und komm. Das könnt ihr euch an eure Tür machen, damit Mami da mal nicht stört, wenn ihr eine Freundin zu Besuch habt, zieh Leine oder Papi. Ach, oder komm. Zieh ab. Was hast du jetzt gedacht? So ein Abziehbildchen? Nee, abziehen. Toilette. Zieh ab. Zieh ab. So, guck mal, dann haben wir hier noch einen kleinen Tod. Plüschfigur. Mach dich jetzt auch irgendwie nicht an. Mich auch nicht man, an. Man merkt, dass wir keine Nintendo-Spieler sind. Also, ich weiß, viele würden jetzt sagen, oh mein Gott, ein Tod. Und ich sage... Aber was ist das, ein Schlüsselanhänger? Ja, ich glaube. Ich fand Sonic immer besser als Mario. Aber du bist, glaube ich, da komplett immun gegen. Aber dagegen bist du nicht immun gegen den Sonic Flummi. Bouncy Ball. Ein Bouncy Ball. Cool. Wollen wir den mal gegen die Kamera schmeißen? Gegen Christoph. Gegen Christoph. Gesicht, wer ihn ins Gesicht trifft, hat gewonnen. Ja, Challenge accepted. Ja, toll. Mal, du bist doch bestimmt gut beim Fummeln. Kannst du das mir mal auffummeln? Das macht mich ja wahnsinnig, diese Fummeln. Plastikverpackung. Ja, mich auch, weil ich frage mich immer, wie soll man das wieder zurückgeben in der Originalverpackung, wenn man die erstmal zerstören muss. Ich finde, die sind aber auch diese harten, da tut man sich echt weh bei, ne? Ja, das ist irgendwie... Das ist wirklich schlimm. Das muss ein Perverser, muss das gemacht haben. Ja. Das haben wir hier eigentlich mal. Wir haben hier noch so eine kleine... Ich glaube, da sind so Süßigkeiten drin. Eine Coin Candies sind hier drin. Kannst du dann bei dem Sonic reinschmeißen in einer lustigen Fragezeichenbox. Stellt sich jetzt an, oder was? Das ist ein reger Betrieb bei euch hier heute. Aber schön. Wer kommt jetzt? Hallo! Huhu! Wer bist du? Wer bist du? Das ist der Magnus. Der Magnus ist jetzt auch. Möchtest du auch was? Der Magnus ich ist geschenkt neu bei uns. Möchtest du so einen Toad-Anhänger haben oder möchtest du diese Candybox haben? Was ist das denn cooles? Das ist Auspackzeug, was wir hier gerade auspacken. Oder auch nicht auspacken. Oder auch nicht auspacken. Nicht auf. Hast du zufällig mal eine Schere hier irgendwo rumliegen, Magnus? Verdammt. Da ist ein Schraubenzieher. Oh ja, jetzt wird hier... Ich werde mich verletzen. Ganz schlimm. Yeah! Mach das mal. Derweil kann ich mal dieses T-Shirt zeigen, was diesmal drin ist. Ein bisschen größer, ich habe die jetzt mal gesagt, damit die mir auch wirklich passen, damit die ein bisschen größer haben, haben wir so die coolsten Jump'n'Run-Helden. Guck mal, erkennst du sie alle? Das ist Mario. Also hier haben wir Mario, ja, wen haben wir hier? Ja, du bist kein PlayStation-Spieler, das ist Crash Bandicoot. Ja. Hier haben wir einen Affen. Donkey Kong. Na? Nee. Earthworm Jim. Mhm. Na? Sonic. Und hier? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht weiß das ja der Christoph. Das ist ein Waschbär? Das ist ein Waschbär. Wer kennt einen springenden Waschbär? Er darf es bitte in die Kommentare schreiben. Ja, mach weiter. Ist zu laut. Egal. Es kommt auf den Spaß bei der Sache an. Und ich schaue schon mal, was wir dieses Mal nicht bekommen haben in unserer Jump'n'Run-Box. Guck mal, wir hätten den Sonic Flummi haben wir. Wir haben, glaube ich, diesmal alles bekommen. Der ist aber anders eingepackt hier. Ja. Das gilt nicht. Das ist echt irgendwie total... Ach, guck mal, jetzt können wir hier auch zum Beispiel, danke fürs Mitmachen. Wir geben euch in regelmäßigen Abständen einen kleinen Einblick in die Umfragen sowie Ergebnisse. Das Ergebnis zum Thema Umkarton findet ihr nebenbei stehender Grafik. Umkarton? Was hast du Umfrage? Da vielen Kunden den Umkarton nicht brauchen oder wollen, haben wir den Sachverhalt, also deswegen habe ich diesmal nur diese Verpackung bekommen, weil viele Kunden mögen wohl diesen Umkarton. Das sieht echt brutal aus. Ich mache den wahrscheinlich noch kaputt aus von denen. Gib mal jetzt. Jetzt ist der Christoph abgehauen, der hat Angst. So, Christoph ist abgehauen, jetzt können wir schnell den Flummi nach ihm schmeißen. Du hast aufgehört. Christoph, brauchst nicht mehr, wir haben's. Wir haben den Zombie. Boah. Wow, was? Ja, wir haben ihn. Der ist aber laut. Ja, ne? Ich glaube, das ist auch, weil es dieser Boden so ist. Aber ich glaube,
Kannst du mal, da hinten steht der Solid Snake rum, aber ich glaube, wir können die Kamera nicht drehen. Aber wir können ja mal den Flummi gegen Solid Snake werfen. Und wenn der umfällt? Ich bin dann weg. Also die Aufnahme ist jetzt ja eh gleich zu Ende. Komm, wirf! Erst auf den Boden oder der? Ja, wirf halt. Wirf! Oh, scheiße! Oh nein! Oh, verdammt! Okay, Leute, das war's dann für heute gewesen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das jetzt hier gefallen hat. Mit der Claudia zusammen, die jetzt hoffentlich regelmäßig mit dabei sein wird. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wir können noch mal anstoßen, ja. Auch wenn du kaum noch Wasser hast. Alle Infos zur Loot Raider Chest und wie ihr sie bestellen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei Loot Raider, dass sie mir die Boxen zur Verfügung gestellt haben. Und in diesem Sinne sage ich mal, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Ja. Tschüss.